Das kleine Dorf Bühlitz im Landkreis Stendal. Das ist hier so ein westlicher Ortsteil von Bühlitz, also nochmal einen Kilometer westlich vom eigentlichen Dorf. Hier stehen bloß drei Häuser oder ein Haus und ein bisschen Landwirtschaft, ansonsten ist hier nichts. Ja, bitte wieder auf Stopp drücken zum Durchlesen. Das Grab wurde wohl im 19. Jahrhundert zum ersten Mal intensiv erforscht und da gucken wir jetzt mal hin. Ich bin vor 10 Jahren oder so das erste Mal hier gewesen. Ja, das ist hier hinter einer Scheune, direkt am Privatgrundstück. Ist nicht besonders groß, aber gut erhalten. Ich filme es mal nochmal von der anderen Seite. Ich filme hier gegen die Sonne. Ein großer Deckstein. Hier kann man die Grabkammer noch gut erkennen. Und hier haben sie noch Jahrtausende später irgendeinen Grabstein vorgestellt. Oder Gedenkstein kann man nicht mehr entziffern. Ich glaube, bei Wikipedia steht was dazu drin. Ja, hier ist wohl gleich wieder Privatgelände. So, nochmal aus der Sicht. Kann man hochklettern. Ja, kann man. So, nochmal der Blick auf das Grab von oben. Die Randsteine, der Deckstein und hier an der Seite sind auch noch ein paar kleine Randsteine. So, das war das Großsteingrab Bühlitz, wurde auch Hünengrab genannt. Dokumentation für die Zukunft. Falls das Video ein paar Jahrhunderte noch gibt und die Großsteingräber weg sind, schaut euch das dann an, falls ihr meine Sprache versteht.